Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen und willkommen zurück zu Jack Keane. Wir sind hier im Botanikstation Labor Ich glaube, da 1. kann man runterklettern. Ja, dann tu es. Wir steigen mal den Schacht hinab. Ach, jetzt sind wir hier. Ah, okay. Gut, interessant. Ich dachte, wir kämen irgendwo anders hin. Aber wir sehen, hier ist der Rohr kaputt. Also, jetzt probieren wir einfach mal hier mit den Klempnerwerkzeugen und mit dem Rohr. Klappt das? Das leicht gebogene Rohrstück passt. Super. Und jetzt? Warte, wie? Gehen wir am Trichter? Ich denke nicht, dass das funktionieren wird. Hier? So sollte es funktionieren. Aber ein Klempner wird so schnell wohl trotzdem nicht aus mir. Also, jetzt müssen wir das irgendwie noch ein bisschen Das bewegen, wenn es hilft dann mir geht. weiter. Ah. Ja, perfekt, würde ich sagen, oder? So macht man das. So. Aber was nun? Die Pflanze ist immer noch im Weg. Jetzt haben wir Strom und Wasser. Gruselig und wenig einladend. Trotzdem muss ich da rein. Aber wie? Mit dem Wagenheber. Ah! Tatsache. Ich dachte, wir müssten die Pflanze irgendwie. Keine Ahnung. Wow. Ich glaube, hier werde ich dem Geheimnis auf den Grund gehen können. Na, hoffentlich. Da ist etwas. Na dann mal rein da. Rein in die Halle, nach Halle in die Halle. Verschiedene kaputte Laborutensilien. Hier ist wohl einiges zu Bruch gegangen, und zwar schon vor einer ganzen Weile. Ich fürchte auch. Dritter Eingang, nehmen wir erstmal hier weiter. Düngemittel. Ah, den brauchen wir auch. Ich nehme an, dass das Verfallsdatum schon lange abgelaufen ist. Ob er wohl noch was taugt? Bestimmt. Na, noch Ich habe mehr. schon Okay. genug. Was war da? Dichte Ranken. Die Ranken versperren den Weg. Messer. Haha, das habe ich jetzt gelernt, dass man so Dinge mit einem Messer zerschneiden kann. Selbst ich bin lernfähig. Diese Erfolgsmusik immer, die spornt mich so unglaublich an. Du sollst eigentlich nicht da reingehen. Ich wollte erstmal hier gucken. Hier, genau. Gammeliges Hier Regal. hat lange niemand mehr aufgeräumt. Ich Kaputtes denke, dass die Regal. Regale ursprünglich etwas ordentlicher dastanden. Ich weiß nicht. Mächtige Ranke. Truhe, mächtige Ranke. Diese Ranke hat die Truhe in ihrer Gewalt. Blockiert von dieser Pflanze. Messer. Bei der kräftigen Pflanze würde das mit meinem Messer ewig dauern. Achso. Kitzel sie. Das scheint nicht zu Nicht die funktionieren. Truhe, sondern die Das Ranke. scheint nicht zu Okay. funktionieren. Na gut. Trappenmischer. Achso, das ist da hinten. Gehen wir jetzt erstmal da rein. Was? Moment. Was stand da? Fleischfressende Pflanze von Tooth Island? Hier irgendwo. Nein. Wo stand das denn? Hier irgendwo, oder? Ich hab's doch gesehen. Hier schon irgendwo fleischfressende Pflanze von Tooth Island. Und zwar ist der Text ganz klein geworden, weil es so lange war. Rohrende. Das Ach. Ende eines Wasserrohrs. Es mündet anscheinend in einen Wasserhahn. Das würde zumindest Sinn machen. Da gehen wir hier rein. Wenn ich die fleischfressende Pflanze nicht mehr finde, benutze Kiste mit Samen des purpurnen Sprießers von Tooth Island. Nimm. Was für ein seltsamer Name. Ja. Das sind also die Samen der Pflanze, die für andere Pflanzen so gefährlich sein soll. Aha. Ach, hier. Benutze Kiste mit Samen der fleischfressenden Pflanze von Tooth Island. In der Kiste befindet sich also ein etwas gefährliches Saatgut. Das Nehmen wir sind mit. also Samen für die fleischfressenden Pflanzen. Okay. So, und hier haben wir jetzt wahrscheinlich so das. Aha, UV-Lampe. Eine Lampe mit einer schwarzen Birne, aber sie scheint nicht kaputt zu sein. Wie seltsam. Sehr seltsam. Der Mischer. In den Mischer mündet ein Schlauch. Außerdem ist dort eine Klappe für eine weitere Zutat. Tischplatte. Völlig verstaubt und verdreckt. Das war aber mal eine Art Arbeitsplatte. Ja, Stromschalter. Die Lampe mit dem seltsamen Licht ist aus. Nee, soll ja Die an Lampe sein. mit dem seltsamen Licht ist an. Ja, da muss ja, es müssen Dünger und Wasser rein. So, erstmal den Wasserhahn.
Es fehlt noch etwas zum Anpflanzen. Ach so. Ja, hier Erde. Da rein vielleicht. Das wird nicht funktionieren. Hier, das da rein. Das scheint nicht zu funktionieren. Warum nicht? Oder hier auf die Tischplatte. Das scheint nicht zu funktionieren. Wie, wohin denn? Wohin denn damit? Mischer. Was muss ich hier mischen? Hier Dünger. So, der Dünger ist eingefüllt. Okay. Erde? Das wird nicht funktionieren. Wasserhahn? Es fehlt noch etwas zum Anpflanzen. Ja, hier. Ich denke nicht, dass das funktionieren wird. Achso, vielleicht Erde hier rein. Ich muss den Kasten erst auf den Tisch stellen. Ah ja, mein Gott, dann stellen wir erst auf den Tisch. Und dann macht die Erde rein. Der Blumenkasten ist jetzt voll mit frischer Erde. Und dann tun wir den da rein. Eingepflanzt. Die anderen auch noch, oder was? Ich habe den Samen eingesetzt. Jetzt zwei da drin. Okay, jetzt den Hahn. Und jetzt bin ich ja gespannt. Okay. Nimm mutierte, bewegliche Pflanzenfresserpflanze. Zum Glück ist sie nur gefährlich für Pflanzen. Trotzdem würde ich lieber die Finger davon lassen. Okay, aber wir haben sie ja dabei. Können wir den Blumenkasten abnehmen? Der Blumenkasten hat doch hier einen hervorragenden Platz. Na, aber... Jack. Oh, was? Düngemittel? Ich könnte wetten, dass es sich nicht um gewöhnlichen Dünger handelt. Ich nehme an, dass das Verfallsdatum schon lange abgelaufen ist. Warum auch immer, nehmen wir nochmal welche. Und vielleicht, wenn man nicht so clever war wie ich und das nicht direkt geschafft hat. Es war auch wieder mal nur Zufall, dass ich beide genommen habe. Ja. Jetzt frisst die Pflanze auf und wir kommen an die Truhe ran. Und haben vielleicht das Spiel geschafft? Nein, ich glaube nicht. So, benutze Truhe. Ohne einen Schlüssel werde ich diese Truhe kaum öffnen können. Nimm deinen Schlüssel in deinem Messer, Jack. Ein Schlüssel ist im Messer, im Messer, im Messer. Da ist ein großes K drauf. Oh. Ein Buch. Harry Potter. Der geheime Pornokenner. 6. November 1871. Wir haben unsere Forschung abgeschlossen. Es ist uns gelungen, ein neues Elixier herzustellen. Wir nennen es Emerald 13. Seine Wirkung besteht darin, dass Pflanzen, die es verabreicht bekommen, sehr schnell wachsen. Außerdem werden sie stark und irgendwie intelligent. Fast schon unheimlich intelligent. Jedenfalls ist der Doktor zufrieden. Er hat uns sogar zu einer Poolparty eingeladen. Er hat sich wohl versprochen, er sprach von einer Haifisch-Poolparty. So ganz wohl fühlen wir uns dabei nicht. Wir werden Emerald 13 lieber hier lassen und verstecken. Nur mit unserem Familienschlüssel wird man es erlangen können. Wenn etwas geschieht, wird Dr. Umbati in Kalkutta wissen, was zu tun ist. Mhm. Oh nein. Hat Dr. T meine Eltern auf dem Gewissen? Ich muss dieses Elixier nach Kalkutta bringen. Aber wie soll ich da hinkommen? Vielleicht sollte ich mir nochmal diesen Hangar ansehen. Emerald 13. Okay. Oh, da noch ein Ring. Sicher ein altes Erbstück. Sicher. Ein gefährliches Elixier. Ich muss es von der Insel bringen. Aber wie? Ich weiß nicht. Wir sollen uns nochmal den Hangar angucken. Dann gucken wir uns nochmal den Hangar an. Oh, hi Murphy. Also, jetzt weißt du es. Jupp. Dass man Pflanzen generell nicht trauen darf? Dass man Pflanzen generell nicht trauen darf? Generell nicht trauen finde ich übertrieben. Fleischfressern sollte man nicht trauen. Radieschen und Schnittlauch hingegen sind größtenteils harmlos. Größtenteils aber. Das kann ich dir als passionierter Koch bestätigen. Aber eigentlich meinte ich, jetzt weißt du, dass du hier aufgewachsen bist. Deine Eltern waren im Dienste von Dr. T. Sie waren begeisterte Forscher. Du meinst sicher begnadete Forscher. Ich würde eher die Begeisterung in den Vordergrund rücken. Sie hat die beiden, sagen wir, etwas blind gemacht für das, an dem sie gerade forschten. Ein Elixier, das aus den gierigen Fleischfressern von Tooth Island wahre Killermaschinen macht. Du meinst,
Emerald 13. Genau. Du hast das Elixier gefunden. Mhm. Was hast du mit der ganzen Geschichte zu tun? Was hast du mit der ganzen Geschichte zu tun? Ich war dein Babysitter. Ach. Wirklich? Ich kann mich gar nicht erinnern. Waren wir gute Kumpels, die zusammen die Gegend unsicher gemacht haben? Nun, also erstmal warst du 3 Jahre alt. Und zweitens, naja, warst du eine ziemliche Nervensäge. Aber am schlimmsten war es, dass du mir immer Nacktschnecken in die Schuhe gesteckt hast. Uah. Komisch. Ich weiß gar nichts mehr aus meiner Kindheit. Meine Erinnerung beginnt im Waisenhaus in London. Was ist passiert? Wie kam ich von hier weg? Nun, eines Tages waren deine Eltern zu Besuch bei Dr. T. Und von dort kamen sie nicht mehr zurück. Oh. Du warst hier im Haus und... Ach, ich kann nicht weiter erzählen. Doch. Was geschah dann, Murphy? Woher habe ich diese Höhenangst? Nein, ich werde es dir nicht erzählen. Warum nicht? Vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt. Ja, war klar. Was soll ich denn jetzt mit Emerald 13 machen? Was soll ich denn jetzt mit Emerald 13 machen? Woher soll ich das wissen? Ich bin nur ein Abenteurerführer. Und Babysitter. Und jeder Abenteurer, den ich bisher geführt habe, ist in eine tödliche Falle getappt. Du solltest dich also nicht an meinen Rat halten. Aber wenn du doch einen Rat haben willst... Ja, bitte, gerne. Dann bring Emerald 13 von dieser Insel weg, bevor der Doktor es in seine teuflischen Pläne mit einbauen kann. Also gut, um zu überleben. Soll ich jetzt auf dich hören oder nicht? Also gut, um zu überleben. Soll ich jetzt auf dich hören oder nicht? Böse Zwickmühle. Ich sage gar nichts mehr. Was für teuflische Pläne könnte der Doktor denn haben? Was für teuflische Pläne könnte der Doktor denn haben? Man munkelt, dass der Doktor einen schweren Schlag gegen das britische Empire plant. Empire. Fleischfresser, die mit Emerald 13 infiziert würden, könnten tödliche Waffen sein. Oha. Eine Pflanzenarmee. Aber ich bin nur ein lausiger Abenteurerführer. Was weiß ich schon. Dann zieh ich mal los. Viel Glück. Jetzt? Im Tagebuch steht etwas von Kalkutta. Ja, dort lebt ein alter Freund deiner Eltern. Wenn du einen Weg nach Kalkutta findest... Ach, ich halte mich lieber raus. Mein Karma ist einfach zu schlecht. Zu deiner eigenen Sicherheit. Kalkutta passt mir ganz gut. Ich muss endlich hier weg. Vielleicht solltest du lieber hierbleiben und dem Doktor die Stirn bieten. Der Doktor geht mich nichts an. Ich habe mehr über mich herausgefunden, als mir lieb ist. Ein schönes Bier in einer fernen Kneipe würde mir jetzt besser gefallen. Du rennst also noch immer vor deinen Problemen weg. Ja. Wieso? War das etwa schon früher so? Könnte man so sagen. Aber gut, mach, was du für richtig hältst. Ab nach Kalkutta mit dir. Lass uns hier nur allein. Ich werde ein Bier auf dich trinken, wenn ich da bin. Solange du keine Rindswurst auf mich isst. Was ich eigentlich sagen wollte, da wissen wir, wo die Pflanzen von Plants vs. Zombies herkommen. Wahrscheinlich von Dr. T. Tja. Dann schauen wir doch mal, ob wir noch mal an den Hangar kommen. Das heißt, wir müssen erstmal hier runter. Geht das überhaupt, wenn der Murphy jetzt irgendwie... Lassen wir den jetzt hier zurück auf der Insel? Oder wie läuft das? Oder ist mein Boot wieder kaputt? Och nö. Mein Boot ist wieder kaputt. Nein! Wie soll ich denn jetzt hier wegkommen? Ohne Boot. Kürbis, Wagen. Altes Werkzeug. Murphy! Ich komme nie weg von hier. Murphy? Du bist da immer noch hier und trägst Emerald 13 einfach in deiner Tasche, anstatt es endlich in Sicherheit zu bringen. Ich komm mal nicht weg hier, Murphy. Du bist da immer... Ich komm mal nicht weg hier. Och, Manu. Tja, dann kommen wir wahrscheinlich irgendwie von hier weg vielleicht, mit dieser gefährlichen Stelle. Hier an der Klippe. Irgendwie. Oder im Labor. Ich weiß es nicht. Gefährliche Stelle. Diese Stelle macht mir besonders Angst. Irgendwie weckt sie Erinnerung. Okay, dann müssen wir wahrscheinlich hier was rein. Was ist hier nur passiert? Ach, stimmt, hier ist ja ein Fluggerät. Hier gibt es ja Teile eines Fluggeräts. Da ist auch ein größeres Fluggerät. Könnten wir auch damit fliegen. Ist bestimmt ein bisschen gemütlicher als dieses kleine, aus Hula-Hoop-Reifen bestehende, was da drin in Einzelteilen liegt. Unglaublich. Ja,
wenn da mal keine Bösewichte an Bord sind. Das ist doch bestimmt Dr. T. Kiste. Mit einer kleinen hölzernfarbenen Kiste. Du Kalkutta. Ausgerechnet nach Kalkutta. So ein Zufall. Das, Jack. Wir schauen mal in der nächsten Folge. Aber ich glaube, das ist keine gute Idee. Das riecht doch stark nach Falle. Aber wir schauen mal in der nächsten Folge, was wir da machen können. Ich danke euch fürs Zusehen und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüsschen.